rein in die Schwalbe Arena, die zum 10. Mal in Serie ausverkauft meldet. Der VfL Gummersbach trifft auf die HSG Wetzlar. Der Beginn war dominiert vom VfL. Die HSG schaffte es in 13 Minuten nur 2 Tore zu erzielen. Es lief überhaupt nichts bei der Mannschaft von Frank Carstens. Sowohl vorne als auch hinten war das wirklich mau, was die Hessen hier an diesem Samstagabend im ersten Durchgang anzubieten hatten. Mathis Hesler konnte vom guten Tempospiel des VfL Gummersbach partizipieren. Die Wetzlarer mit etwas besserem Auftreten nach rund 20 Minuten in der Offensive fanden sie dann doch ein, zwei Mal die Lücke. Insbesondere, wenn sie es schafften, in die Tiefe zu gehen, war die VfL-Abwehr geknackt. Protagonist dieses ersten Durchgangs war Daniel Rebmann. Er streute 9 Paraden ein, war überragend. Die Chancenverwertung, wie so oft bei der HSG Wetzlar, ein Thema. Gummersbach, das Angriffsspiel war auch nicht frei von Fehlern. Daniel Rebmann bügelte jegliche Fehler glatt. Zum Ende der ersten Halbzeit streute der VfL Gummersbach nochmal einen 3-0-Lauf ein, ging mit 18-10 in die Pause. Rein in Halbzeit 2. Der VfL Gummersbach hatte mehr oder minder alles im Griff. Julian Köster mit diesem sehenswerten Treffer in der Überzahl zur 11 Tore Führung. Die HSG Wetzlar probierte dann einiges, hatte in Ole Klimke einen guten Mann auf der Rückraum-Mitte-Position. Er sorgte gemeinsam mit Matthias Pedersen für etwas mehr Dynamik in der Offensive. Nichtsdestotrotz, der VfL löste es sehr, sehr clever, fand immer wieder Lücken. Zum Schluss setzte Frank Carstens dann nochmal auf das 7-6. Eben jener schon angesprochene Matthias Pedersen mit einer überragenden Leistung. Er war an 9 Toren beteiligt im zweiten Durchgang und hat damit eine Torbeteiligung von 50% erzielt. Gorgi Skoffe bat sie nochmal mit einem schönen Highlight. Der VfL ließ nichts mehr anbrennen. Die HSG am Ende nur noch mit Ergebnis Kosmetik. Gutjon Valo Sigurdsson konnte in der Offensive entsprechend auch den zweiten Anzug aufs Parkett schicken. Der letzte Treffer gebührte dann nochmal Matthias Pedersen. In Summe war aber an einen Wetzlarer Erfolg aufgrund dieser desolaten ersten Halbzeit nicht mehr zu denken. Miro Schnurow lud nochmal zum kleinen Tänzchen. Der VfL Gummersbach schlägt sehr verdient die HSG Wetzlar mit 35-28. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.